CDU-Fraktion zu seiner ersten Rede. Ich gehe davon aus, dass Sie nicht in dem Ausmaß Plattdeutsch sprechen werden. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, nein, das werde ich nicht tun, zumal ich vorwegschicken muss, dass ich mich natürlich freue, als Baden-Württemberger, als Schwabe zum Thema Deutsch als Landessprache hier sprechen zu dürfen. Denn wir können ja bekanntlich alles außer Hochdeutsch. Aber nun zur Sache. Die AfD hat beantragt, dass Deutsch als Landessprache im Grundgesetz festgeschrieben wird. Gleichlautende, gescheiterte Anträge hat die AfD in den Landesparlamenten von Baden-Württemberg, Thüringen und Brandenburg gestellt, mit dem gleichen Inhalt Aufnahme in die jeweiligen Landesverfassungen. Wenden wir uns also dem heutigen Antrag zu. Im Grundgesetz, ich versuche die Debatte etwas zu versachlichen, im Grundgesetz fehlt eine ausdrückliche Nennung einer Gesetzgebungskompetenz für Deutsch als Landessprache. Die Sprache kann jedoch, das ist allgemeine Rechtsansicht, Herr Brandner, das würden Sie auch wissen, neben dem Sitz der Bundeshauptstadt und den Farben der Landesflagge in Ergänzung zu Artikel 22 Grundgesetz aufgenommen werden. Der Verweis, den Sie vornehmen, auf die österreichische Landesverfassung erübrigt sich, denn, wie es ein Kollege vorhin schon gesagt hat, das Grundgesetz ist in Deutsch geschrieben, es wendet sich in zahlreichen Artikeln und an vielen Stellen an die Deutschen. Es ist also eine Selbstverständlichkeit, dass das Grundgesetz Deutsch, dem Deutschen einen Verfassungsrang zugebilligt hat. Es stellt sich die Frage, ob das, was Sie wollen, denn notwendig oder zweckmäßig ist. Wenn damit lediglich, das ist das Ergebnis meiner Untersuchungen, eine Symbolik verbunden ist. Darüber lässt sich sicher trefflich streiten, und die CDU kam ja auch bei zwei Bundesparteitagen in 2008 und 2016 zu dem Ergebnis, dass man dieser Symbolik Rechnung tragen soll und Deutsch ins Grundgesetz aufnehmen möge. Ich will nicht verhehlen, ich habe dem zugestimmt, habe damals aber fürs Protokoll angebracht, dass man da aus dem Parteiprogramm Anglizismen doch bitte dann herausstreichen möge. Zur Klarstellung ist das, dass Deutsch als Sprache die Landessprache ist, aber nicht erforderlich, denn Deutsch ist die Sprache staatlichen Handelns in § 184 Gerichtsverfassungsgesetz und in § 23 des Verwaltungsverfahrensgesetzes ist es jeweils festgeschrieben, dass die Gerichts- und die Amtssprache Deutsch ist. Und ich habe als Vorsitzender Richter einer Strafkammer davon auch niemals, bin davon niemals abgewichen und mit vielleicht vereinzelten Abgleiten in den Dialekt gab es da keine Abstriche. Sie schreiben in Ihrem Antrag weiter, dass es Ihnen darauf ankomme, die Sprache als Medium unserer sprachlichen Kultur zu erhalten. In Anbetracht der vielfach um sich greifenden Anglizismen könnte dies sicherlich Sinn machen. Frühere AfD-Anträge haben das ja auch ausdrücklich in ihrer Begründung ausgeführt. Aber dann muss ich Ihnen schon sagen, Herr Brandner, fangen Sie doch bitte bald in Ihrem eigenen Wahlprogramm damit an. Dort finden sich Worte wie Bodycam, Taser, Failed States, Gender Studies. Ja, eines Ihrer Mitglieder publiziert seit Jahren akademisch nur in englischer Sprache. Wie überhaupt das Wahlprogramm als Verständigungsmittel dem deutschen Sprache nur unzureichend gerecht wird. Eine Überprüfung Ihres Programms mit den im Vergleich der anderen Programme durch die Universität Hohenheim im Jahre 2017 ergab, dass Ihr Programm von der AfD das am wenigsten verständlich ist. In einer Skala von 0 bis 20 erreicht es gerade mal den Wert von 7,3. Gott sei Dank sind wir an der Spitze gewesen. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass wir keine Sätze mit 63 Wörtern bilden, um zu erklären, wie wir uns den Strafvollzug ausländischer Strafgefangener vorstellen. In meiner Zweitausbildung als Mediator habe ich irgendwann mal gelernt, dass man immer nach dem wahren Interesse eines Standpunktes oder einer Haltung fragen möge. Welche Ziele verfolgen Sie denn wirklich? Entgegen Ihrer Behauptung wollen Sie noch nicht die deutsche Sprache als verbindendes Element der in Deutschland lebenden Menschen in die Verfassung aufnehmen. Denn im besonderen Teil Ihres Antrags führen Sie aus, dass dann künftig in der öffentlichen Kommunikation staatlichen Handelns den Institutionen Vorgaben gemacht werden können.
Im gleichlautenden Antrag in Baden-Württemberg haben Sie ausdrücklich vermerkt, dass das die Rechtsgrundlage dafür bilden soll, dass beispielsweise Formulare staatlicher Behörden nicht mehr mit mehrsprachig ausgegeben werden. Herr Kollege Müller, achten Sie bitte auf Ihre Redezeit. Ich bin sofort fertig, Herr Präsident. Danke. Ziel Ihres Antrags ist es also, die Menschen, die kein oder nur unzureichend Deutsch sprechen, auszugrenzen, sie fernzuhalten von den Einrichtungen oder Leistungen dieses Staates. Das ist aber genau das Gegenteil dessen, was Artikel 3 Absatz 3 des Grundgesetzes festschreibt. Da heißt es nämlich ausdrücklich, dass niemand wegen seiner Sprache benachteiligt werden darf. Daher unterstützen wir Ihren Antrag, weil er so nicht verfassungskonform ist, nicht. Vielen Dank.